Herzlich willkommen zurück zu Marvel's Midnight Suns mit der Rezo. Ich bin Rezo und wir haben hier ein Portal geschlossen. Das Problem ist, wir haben noch andere Leute hier. Also, der Revenant greift die Hydra-Mystikerin an. Die Hydra-Mystikerin öffnet ein Portal. Die beiden hier wollen Hunter angreifen, was der Hulk zu verhindern weiß. So, die möchte auch ein Portal aufmachen. Das heißt, der hier macht mir jetzt gerade noch Sorgen. Und ich würde sagen, wir versuchen den zu erledigen. So, wir bekommen einen Konter, immer schön. Wir legen den Gamma-Tritt ab und werfen den hier durch. Sehr schön, damit werden wir den los. Die Portale werden ja immer und immer stärker bei ihr. Und damit haben wir noch ein Limbo-Portal bekommen. Sehr schön. Ich würde sagen, das machen wir direkt für die nächste Runde schon mal hierhin. Okay, dann haben wir hier Segen. Wende gesegnet auf alle Helden an. Das könnte ganz gut sein. Jetzt habe ich schon wieder nicht auf die Verderbnis geachtet. Ja, jetzt heilt die sich dadurch natürlich ein klein bisschen. Das ist immer ein bisschen schade dabei. Aber es hilft trotzdem. Okay, Klingensturm. Kann gut sein. Okay. Wir hätten hier den Morgenstern. Das würde die für diesen Zug erstmal ausschalten. Ich würde sagen, das ist mir tatsächlich die 4 Heldenmut wert. Und eventuell können wir sogar den anderen noch erledigen. Ja, der... Hier, mit Zerschmettern können wir den direkt erwischen. Sehr schön. Gar kein Problem. Und Magic. Ich habe Hunter ein klein bisschen Schaden damit zugefügt, aber das war Absicht. Okay, dann hätten wir hier noch das Limbo-Portal, das wir wieder aufbauen können. Hier haben wir ein kraftvolles Zurückwerfen, das wir eventuell... Ja, damit können wir tatsächlich direkt gewinnen. Ha, sehr gut. Besiege alle Gegner, abgeschlossen. Ja, ich bin auch etwas überrascht. Zwei Sterne. Mit unserer ersten Mission auf Ultimativ 3, ne? Oder war es die zweite? Ne, die zweite. Die erste war mit Venom. Ganz schön stressig. Ich meine, es ist interessant, wesentlich interessanter so als Spiel erst einmal. Weil man wesentlich mehr aufpassen muss. Aber es fühlt sich wesentlich weniger nach einem Heldenspiel an. So, wir können abhängen. Mit wem wollen wir abhängen? Jana, wir dürfen wieder abhängen. Auf Social dazu. Okay. Mit ein paar kleinen Ausschmückungen vielleicht. Wanda sollte eigentlich du werden. Was? Ach. Caretaker wollte Hunter nicht zurückbringen, also musste Wanda der neue Hunter sein. Dich zu ersetzen war zu viel verlangt. Das überrascht mich, sie brauchte den Druck nicht, niemand kann mich ersetzen. Ich fand, dass Wanda äußerst fähig ist. Natürlich, aber der Druck für sie, der sagenumwobene Hunter zu werden, führte zu dem Unfall mit Agatha.
Ich scheine jetzt Wandas Ersatz zu sein. Nicht für mich, Hunter. Du kannst sie nicht ersetzen. Ich habe mich versprochen, ich bewundere deinen Respekt für sie. Ich weiß, was du vorhast, Eliana. Ich habe keine Ahnung, was sie vorhaben soll, aber... Ich habe mich versprochen. Falsch ausgedrückt ist eigentlich das Richtige dort, ne? Ich wollte niemanden kränken. Und doch hast du es getan. Alles klar. Immer locker, Hunter. Ich ziehe dich nur auf. Okay, was geben wir ihr denn? Dunkle Schönheiten, Gothic-Malbuch. Geschenk gemocht, immerhin. Nicht schrecklich. Cool. Und wir haben beide Abteil-Outfits bekommen, auch schön. Und sie hat noch höhere Macht bekommen, sehr schön. 9%, also 16,25 erhöhter Bereich jetzt bei ihr. Da, wo ist sie denn? Erst einmal, wir haben hier noch Karten. Ah ja, klar, durch die Mission. So, das Chaos regiert kann weg. Das Chaos fällt kann weg. Da sollten wir noch bei jemand anderem was haben. Hier, bei Vulvi. Sprung des Todes, genau. Was ist der Sprung des Todes, den wir hier haben? 50 Chance auf Blutung. Gegen generell Schwächung oder gegen 10% Chance auf Betäubung. Ne, okay, wir machen das weg. Das gibt uns schöne Angriffsessenz. Zwei modifizierte epische Angriffskarten. Ich glaube nicht, dass wir noch so viel Angriffsessenz brauchen, aber trotzdem gut zu haben, ne? So, Midnight Sun-Paletten, sehr schön. Ich könnte theoretisch wieder mal auf dem Gelände rumlaufen und die einfach alle einsammeln, ne? So, jetzt sollten wir tatsächlich die Nachricht bekommen von Eddie. Schöne Jacke. Ich würde mich ja im Spiegel angucken, aber bringt nichts. So, Eddie. Nee, da bin ich falsch. Ich muss auf Superlink. Dein Freund, Venom will sich unterhalten und ich hätte nichts gegen Gesellschaft. Bist du da? Klar. Langsam gewöhne ich mich ein. Klar, die Schlafsäle sind gerappelt voll. Ist aber immer noch besser als meine Nächte in der rattenverseuchten Kanalisation. Ich nehme an, dieses Dein Freund war einfach abgehackt. Da war wahrscheinlich ein Teil der Nachricht drüber. Klingt unangenehm. Vermisst du deine pelzigen Freunde? Hier wirst du keine Ratten finden. Wir machen den Scherz. Ich könnte dir ein paar Ratten bringen, wenn du dich dann wohler fühlst. Lieber nicht. Wir wollen ja nicht, dass die irgendein mystisches Artefakt anknabbern und zu Razzilla werden. Sicher? Sie könnten im Kampf gegen die Vampire mächtige Verbündete sein. Ich brauche keine Konkurrenz. Wenn es so ein Artefakt gibt, will ich es selbst fressen. Darf ich dich was fragen, Hunter? Das ist die eine Frage, die du mich nicht fragen musst. Okay, nun, wie machst du das? Wie schaffst du den Ausgleich zwischen Licht und Dunkelheit? Ich bin bei 200 oder 300 Licht, also ich habe Licht ausgemaxt. Du bist der Herr deiner Emotionen, sei nicht so verbissen. Yoga vielleicht? Nichts davon ist wirklich... Sei nicht so verbissen, einfach weil es ironisch ist mit Venom. Wenn du immer gegen dein Verlangen kämpfst, machst du dich nur kaputt. Gib dein Bestes und lerne dir selbst zu vergeben. Bei dir klingt das so leicht. Das ist es nicht. Aber es ist es wert. Ich bin nicht wie manch andere Helden. Ich bin kein Captain America. Manchmal fühle ich mich nicht mal wie ein Spider-Man. Ach, wirklich? Diese Helden tun oft das Richtige. Selbst wenn das bedeutet, ihren größten Feind leben zu lassen. Macht dich das falsch, aber du isst sie? Dass das ist, was sie zu Helden macht? Bereust du die Leben, die du über die Jahre ausgelöscht hast? Ich bereue einiges. Aber nie die Leben, die ich gerettet habe. Mein Punkt ist, dass ich eine Dunkelheit in mir spüre, der ich nicht entkommen kann. Aber ich kann diesen Hass auf jene lenken, die ihn verdient haben. Für einen kurzen Moment klang es so, als würdest du Spider-Man bewundern. Spider-Man hat mir mehr Schmerz und Frust bereitet als die meisten anderen. Aber
Er kämpft für unschuldige Leben. So sehr ich ihn manchmal leiden sehen möchte. Ich weiß, dass die Welt ihn braucht. Und dich braucht sie auch. Du liebst Spider-Man. Wie edelmütig. Du magst mit deinen inneren Dämonenring, aber du hilfst auch Menschen. Danke, Hunter. Ich bin froh, dich nicht gefressen zu haben, als ich von deiner Mutter besessen war. Höre ich tatsächlich nicht zum ersten Mal. Nun, dank meines alter Egos habe ich meistens kein Bedürfnis nach Gesellschaft. Aber du bist in Ordnung, Hunter. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Bin nur froh, dass mein Hirn nicht auf dem Speiseplan steht. Natürlich nicht. Es gab gestern erst Hirnlappen. Gut, Herausforderung freigeschaltet, sehr schön. Und mir ist gerade eingefallen, als ich hier in dem Bildschirm war, wollte ich ja eigentlich die neuen Outfits mir angucken. Eigenfreund. Okay. Pfff. Nee, muss er jetzt nicht haben, ne? Sie hat ja schon ein paar coole Outfits. Und das ist nicht unbedingt das Coolste. Sportlich, schwarz und Tarnung. Tarnung ist immer dieses Militärzeugs. Das will doch keiner. Da, da, da. Ab nach unten. Letztes oder vorletztes Rätsel. Ich bin eben immer noch nicht sicher, wie das mit dem Hulk sein wird. Forschung! Wo ist es? Eine Nacht hier. Eine Nacht! Und schon nervt er mich damit, wie man alles in der Abtei verbessern kann. Er hat eine Idee für den War Room, die gar nicht so übel ist. Und Herausforderung. Hirnbuffet. Nachdem er eben gesagt hat, dass es erst gestern Hirn gab. Schließe Mission mit möglichst wenigen Zügen ab, vermeide Helden-K.O.s, bla bla bla. Ich denke, mir gefällt es tatsächlich besser mit den endgültigen Helden-K.O.s. Das wäre tatsächlich etwas, das... Also ein leichterer Schwierigkeitsgrad, bei dem aber die Leute K.O. bleiben. Aber mir gefällt es eben dann immer nicht, wenn die Leute einfach nur rumhocken. Besiege die Ausgeburten der Erinnerung. Es gibt unbegrenzt... ja, das ist alles normal. Es wurde nur gesagt, die Ausgeburten der Erinnerung. Besiege alle 5 Ausgeburten... Okay, die hier gehören nicht dazu. Nur falls einer von euch das dachte. Hier haben wir 25, 31, 31, 38 und 57. Wir haben hier den Tentakelangriff. Damit können wir 2x 7 Schaden machen. Also 14 Schaden aufgeteilt. Tödliche Umarmung bei voller Gesundheit plus 22 Schaden. Damit kommen wir auf 37 Schaden. Das wäre eins weniger, als wir hier bräuchten. Der hier hat noch unstillbares Verlangen. Erhalte 1 Gefräßigkeit. Ach Gott, stimmt. Auf die Gefräßigkeit müssen wir ja auch noch achten. Aktuell ist die Offensive noch ein bisschen erhöht. Okay. Stachelstrahl macht 22 Schaden. Tentakelangriff, Netzwurf. Angriffs- und Heldentatsfähigkeiten verbrauchen 1 Gefräßigkeit. Okay. Okay. Kein Problem. Was hat der denn? Lecker Gehirn. Okay, dadurch, dass der eine Karte schon bei hat, heißt es, dass wir den nicht zuerst besiegen müssen. Der macht auch 37... Hier, das macht wieder 37 Schaden. Wir haben 2 Möglichkeiten, 37 Schaden zu machen und der hier braucht 38. Das ist doch nervig. Okay, wir versuchen es damit, dass wir den Wurf hier erst einmal einmachen. So, jetzt ist der verwundbar. Und das war generell schon dadurch dämlich, dass wir damit das erste Revenant so aufgegeben haben, ne? Okay, aber egal. Hier haben wir nochmal die Tentakelangriffe. Hier hätten wir den Stachelstrahl. Tödliche Umarmung. Ja, hier können wir... ein bisschen Schaden machen.
Okay. Damit können wir den besiegen und den hier anschlagen nochmal. Jetzt haben wir hier das unstillbare Verlangen. So, mit dem Stachelstrahl hier. Ich glaube, das könnte tatsächlich so hinhauen. So, die beiden kann ich jetzt nämlich noch mit dem Tentakelangriff erledigen. Und lecker Gehirn ist für den letzten. Das macht 25 Schaden und der hat 25. Wunderbar. Erster Versuch. Kein Problem. So, Assimilation. Wenn im Angriff und Heldentaten gewähren schnell und ziehe bei K.O. eine Angriffs- oder Heldentatkarte bis zum Ende des Zugs. Okay. Ich meine, es hat eine coole Animation. Okay, Ende der Animation nicht so extrem gut, aber okay. Ich meine, wenn er alleine kämpft, dann ist das eine extrem nützliche Karte, ja. Aber es spielt schon ein bisschen, es geht, oh, Moment mal, Ziel bei K.O. Ne, bei K.O., ja. Ah, ja, wenn das Ziel volle Gesundheit hat, ja. Das große Problem ist, das ist eine Karte, mit der er oft angreifen kann. Aber er ist gut, wenn es um einzelne Angriffe geht, wegen dem Revenus. Er wird ja mit jedem Angriff schwächer. Dadurch passt diese legendäre Heldentat überhaupt nicht zu ihm, oder? Also, ich bin nicht so überzeugt davon. Tödlicher Beschützer. Schließlich wenn er es mit einer Zahn-Herausforderungsmission ab. Sehr gut, haben wir geschafft. Und dann hat es auch noch Erschöpfen, aber da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Erschöpfen weggeht, wenn wir die aufwerten. So, Venom, Deck bearbeiten, angucken. Ne, erhalte eine Gefräßigkeit. Ja. Ich würde sagen, das packen wir nicht mal ins Deck erstmal. Oh, Moment mal kurz. Ist das überhaupt eine Heldentat? Ne, das ist ein Skill. Oh, das ändert einiges. Okay, ich würde sagen, wir machen die Symbionten-Sinne raus und packen die Assimilation rein. Wir haben tatsächlich eine legendäre Karte, die keine Heldentat ist. Sehr schön. Danach hatte ich gefragt. Aber wirklich nur die eine bisher. Beim Hulk müssen wir dann noch gucken, was da jetzt noch kommt, ob da jetzt noch was kommt. Jetzt müssen wir erst einmal die Folge beenden. In der nächsten Folge dann... Da haben wir noch ein bisschen Essenz. Oh, hier haben wir ein neues Buch. Können wir in der nächsten Folge lesen. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.